Yo, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Foulger. Heute ist aber ein sehr besonderes Foulger, weil ich habe mir mal was einfallen lassen. Hi, Felix. Hi. Er ist einfach heute mal einfach so, schaut einfach nebenbei jetzt mal zu, wie ich jetzt für eine Stunde hier vor euch Foulger wieder aufnehme. Das Game, was, glaube ich, noch nicht so ein richtiges Ende für mich hat. Übrigens, soll ich dir mal zeigen, wie die hier aussieht, die Insel? Aber ich glaube, du schaust ja mein Projekt ja nicht. Nee, das schaue ich nicht. Also, mal davon. Warte mal kurz. Weg mit dir. Wir eskalieren mal ganz kurz ein bisschen wieder. Das Spielsound solltest du haben, oder? Ja, den habe ich. Nein, also an sich, ich weiß nicht, ob dir Foulger in irgendeiner Art was sagt. Du hast hier, ja, ne, du hast hier Ressourcen, die du halt auch aufbaust, auch Inseln, die du, also du kannst diese Insel hier auch nach und nach immer weiter aufbauen, weitere Sachen mitbauen, so, weißt du? Das hier ist so eine Sache, die läuft nebenbei, weil dieses Steinding hier spawnt zwischendurch immer wieder neue Items, weißt du? Und das Ding hier so im regelmäßigen Abständen, wenn du gleich guckst, pass auf, zack, baut das, haut das immer so ein bisschen wieder ab. Und dann habe ich halt hier so ein... immer so zwischendurch mal auch... ja, auch ein paar Gegner. Ich habe auch noch irgendeine Quest, die ich noch irgendwann mal ein bisschen rein muss. Weil ich muss noch ein bisschen was machen. Hier habe ich ein paar vereinzelte Quests auch manchmal, die ich hier machen kann. Der hier wird gerade irgend so ein komisches Ei zum Beispiel. So wie der da auch. Wie ich an die Eier aktuell noch komme, weiß ich gar nicht. Aber ich habe hier halt auch immer die Möglichkeiten, immer weitere Länder zu kaufen. Weil wenn du mal hier so guckst, was ich noch so alles irgendwann mal kaufen kann. Und wie weit das noch halt gehen kann. Ob das Spiel so ein richtiges Ende hat, weiß ich nicht, weißt du? Ich lasse halt alles so nach und nach bei diesem Spiel einfach auf mich zukommen. Verstehst du? Das Game hat bestimmt safe ein richtiges Ende und so. Das mag auch sein. Für Münzen haben wir eigentlich 960, das ist nicht ganz. Ja, den Stab habe ich übrigens aus einem dieser Tempeln bekommen. Und zwar aus dem, der da vor uns hier ist. Da habe ich noch eine Aufgabe vor mir, die ich noch machen muss. Ich reise sie aber nicht, weil ich kann dir ja mal zeigen, wie das da drin aussieht. So, ich habe hier halt solche Rätselsachen, weißt du? Wir können das ja gerne mal weiter mal machen, warte mal. Warte mal, mach dich, glaube ich, hier mit, ne? Okay, das klappt mit dem nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Ich konnte den auch irgendwie genau. So, gehen wir mal hier. Oh ja. Du siehst, ich habe halt eine. Ich muss noch später irgendwann in diesen Raum rein. Ich weiß es nur noch nicht, wie. Und ich nehmen wir mal mit. Okay, der Raum bringt mir halt gar nichts. So, warte, das muss ich nochmal kurz ein bisschen verstehen. Der bringt mir so ein... Ich müsste einfach nur irgendwie an das Ding hier kommen. Ne, da ist ja nichts, genau. Aber, ja, warte mal. Ich muss nochmal zurück. Denn...
Ich brauche nämlich von ihm hier und der war hier. Oh! So, weg mit dem. Auch da? Du bist ruhig. Ja, schon ist gut, sehr interessant. Ja, das ist hier so ein leichtes Rätsel halt, weißt du? Das muss ich erstmal verstehen. Warte mal, was war nochmal in dem Raum hier? Ja, da wollte ich die Kiste auch hinwerfen. So. Hier war nichts Wichtiges mehr, genau. So, da oben wollten wir irgendwie hin. Es war zu weit, oder? Na, warum zählt das denn nicht, Mann? Oh, jetzt aber. Hahaha. Oh, jetzt haben wir die Kiste schon mal hier rüber geholt. Ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, wäre gut, wenn ich denn hier... Alter, was bin ich denn heute so... So. Was mache ich denn heute? Das habe ich das. Ja, ich weiß. Das habe ich das sonst so gut beim letzten Mal gut hingekriegt. Warum kriege ich das denn heute nicht hin? So. Aua. Wurde angegriffen. So. Was hatten wir hier? Ein leerer Raum. Also auch. Eigentlich war ich auch hier unnötig. Okay. Gut. Aber die Kiste nehmen wir mit. Denn die brauchen wir für einen anderen Raum. Das weiß ich schon. Ist halt eine scheiß Rätselerei, weißt du? Jetzt da. Dann haben wir den auch hier. Den nehmen wir mal mit in den Raum da. Weil ich muss halt noch irgendwie hier reinkommen. Und das habe ich noch nicht rausgefunden, weißt du? Felix ist der beste Mitkommentator. Der sagt nur, der redet so gut wie nicht. Auch interessant. Ich schaue gerade eher interessant zu. Ich check nämlich gar nichts. Aua! Alter, jetzt reicht es. Kann ich bitte mein Leben behalten, danke. Einmal wieder kurz hier hin. So. Dann haben wir schon mal hier hingeholt. Perfekt. Damit kommen wir schon mal hier hin. Frage, die sich mir halt jetzt stellt. Ist erstens mal, warum... Ah, danke. Die Sache ist, das bringt halt hier gar nichts, wenn ich das jetzt mache, denn zack. Oh, doch, das bleibt. Okay, ich war mir... Nichts. Nein, es bleibt nicht. Wie krieg ich das hin, dass das hier unten bleibt? Verstehst du? Genau. Das finde ich das...
so mache. Mal kurz mal gucken. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, ja, ich habe die Möglichkeit, das jetzt zu machen, aber das bleibt auch nicht die ganze Zeit, wie du siehst. Verstehst du? Mhm. Weil die Sache ist halt, was ich machen kann. Ja, ist erstmal viel zu weit laufen, wie üblich. Ja. Dann kann ich den nämlich hier weit hier hinten hinschieben. Das ist an sich nicht so was, nichts so Blödes. Die Sache ist, jetzt kann ich hier hin, aber ich muss ja hier noch irgendwie einen Durchgang schaffen. Oder kann ich eventuell auch noch das machen? Ich habe ja so, ich habe ja einen, der kurz Impuls mir Möglichkeit gibt. Ah, guck mal, was wir hier haben. Vielleicht hätte ich die ganze Kisten auch lassen können, weil ich den hier habe. Möglich, oder? Ja. Oh. Warte mal, einfach mal. Na, das war gut. Ich habe noch, ich glaube wirklich nur er hier bringt ein bisschen Schaden mit sich. Und immer wenn er das macht, muss ich so machen wohl. Ist zwar eine kleine Angsthasen. Oh ja, natürlich. Also eine kleine Angsthasen. Aber das ist die einzige Methode. Oh, aua. Also, ich würde gerne mal mich hoch. Aber ich habe einen riesen. Mir ging es gerade nicht so gut, vielleicht. Ich habe ein riesen Problem. Siehst du das da oben? Mal wieder kurz hochheilen. Jetzt habe ich es ein bisschen. Na, nicht ganz gerettet. Das sehe ich schon, weil wieder vor mir einer ist. Diese nervigen. Dass das der andere. Aua. Dass der andere Gegner spawnt, gefällt mir gerade gar nicht, weißt du? Ich krieg das hin. Jetzt hab ich den Boss. Krass, ne? Ja, den besiegst du nicht. Irgendwie. Bitte? Den besiegst du ja wenig. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie du siehst. Alter, ich krieg die ganze Zeit nur auf die Fresse, ey. Yay! Schön! Das hat weh. Hab ich gerade. Stab kurz nachheilen. Ich habe den Boss links besiegt. Jetzt muss ich nur noch die hier loswerden, ich sehe. Sollte ich aber schaffen, oder? Locker.
Ja. Mal kurz sehen, wie da. So, und dann noch ihn. So. Wir haben's. Uraltes Siegel. Nur für jene, die das uralte Grab abschließen. Und eine Geisterkugel. Yay. Oh, das Ding ist abgehakt. Wer jetzt auch anders erwartet. So, du darfst jetzt mal entscheiden. Ich soll entscheiden. Was ich nehme. Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Spiel gar nicht aus. Einfach nur eins von den ersten drei, die XP kriege ich jetzt so nebenbei. Hier kriege ich entweder ein weiteres Herz, hier eine weitere Energie oder ich mache mehr Schaden. Mehr Schaden, oder? Okay, wenn du sagst, mehr Schaden, machen wir mehr Schaden. So, nebenbei können wir auch das hier hochsetzen. Was haben wir denn da? Ich habe hier so einen kleinen Skilltree, wie du siehst. Eisenbahn schmelzen, Textilien feilschen, Kapitalismus. Beschwören, was können wir denn hier beschweren? Achso. Die Schreine, ja, dann Zauberung. Naja, die Schriftrollen habe ich noch nicht gerollt. Hier konnte ich die Ausweichchance erhöhen. Ach, das ist der ganze Kram da von Optik. Er bringt mir aktuell so nichts. Glücksspiel! Kann süchtig machen. Ja, da darf ich nicht mit, da dürfte ich das Game nicht mehr streamen. Glücksspiel ist ja verboten. Ach ja, ich kann dann Mineralien und Juwelen essen, ja, ist klar. Schürfen. Droiden verursachen doppelten Schaden. Oh, ich könnte eine Eisenbahn freischalten. Schmelzen. Ja komm, machen wir das hier. Obwohl das eigentlich unnötig ist, aber was hatten wir denn jetzt hier oben für Sick? Schaltet Kraftwerke frei. Okay, das kann ja nur heiter werden. Habe ich eigentlich irgendwie... Ich mach mal wieder mal Freiraum her. Das war übrigens mein erster Boss in dem Projekt, ne? Echt? Ja. Es gibt wohl noch mehr Bosse, aber ich denke mal, das kommt halt auch mit den ganzen weiteren Inseln, die du dann noch freischaltest, weißt du? Weil mir fehlen ja auch noch einige halt, muss man dazu sagen. Ach, guck mal hier. Darum kümmere ich mich gar nicht erst. Das kam hier von dieser, ne, weißt du Bescheid? Das ist ein Punkt, da will ich mich nicht drum kümmern, weißt du? So, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Ach ja. Ich glaube, ich sammle ein bisschen Geld, oder? Geld ist wichtig. Ja, weil ich damit ja auch neue, weitere Inseln holen kann, weißt du? Aber mir fehlt ja auch noch einiges. Warum ich mich übrigens darum nicht kümmere, hier habe ich ein paar feste Sachen, so wie hier. Irgendwo hiervon ist auch Obsidian und das braucht halt natürlich auch ein bisschen, bis sich das halt entfernt ist, deswegen. Das lasse ich einfach von diesem, von dem Teil machen. Ich meine, ich sammle den Kram da sowieso irgendwie ein. Also warum sollte ich mich darum kümmern wollen, weißt du? Ich meine, ich habe ja hier mein Haustier, was inzwischen ich auch Sachen einsammelt. Und wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Ja, und essenstechnisch habe ich hier noch einiges. Ich habe hier Fleischspieße, Obstsalat, Suppen,
Sushi. Oh ja.